Heute geht es um das kleine Experiment, zu dem ich Sie eingeladen hatte. Das Experiment heißt Beauty Contest oder auch Guessing Game und es ging darum, eine Zahl zu erraten. Die 5 Euro, die gab es leider nur in der normalen Präsenzveranstaltung zu gewinnen. Dieses Mal haben wir es online gemacht, hat aber auch sehr gut geklappt. Wie funktioniert das Experiment? Ganz einfach. Jeder wählt eine Zahl zwischen 0 und 100. Dann ermitteln wir den Mittelwert aller Zahlen. Das ist diese Formel, ganz normal. Und dann gewinnt derjenige, der am nächsten an 2/3 des Mittelwert dran war mit seiner Zahl. Einfache Regeln, aber das Spiel ist doch ein wenig trickreich. Schauen wir es uns mal genauer an. Erstmal theoretisch und dann schauen wir uns natürlich die Ergebnisse an von unserem Experiment. Ich behaupte, dieses Spiel hat ein einziges Nash-Gleichgewicht und dieses Nash-Gleichgewicht ist für alle die Zahl 0 zu sagen. Wie können wir sowas beweisen? Schauen wir uns erstmal an, durch einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, der Mittelwert aller Zahlen läge über 0. Was er natürlich meistens tun wird. Aber nehmen wir mal an, es wäre wirklich so. Liege er über 0, was würde dann passieren? Dann behaupte ich als nächstes, alle müssen dieselbe Zahl x wählen. Weil, wenn sie nicht dieselbe Zahl x wählen, dann gibt es natürlich welche, die sind über dem Mittelwert und es gibt welche, die sind unter dem Mittelwert. Die über dem Mittelwert sind auf jeden Fall weit weg davon zu gewinnen. Denn nehmen wir mal an, hier wäre der Mittelwert, hier ist jemand, der ist drüber, hier ist jemand, der ist drunter. 2/3 von μ ist natürlich auf dieser Seite. Wenn also jetzt jemand über dem Mittelwert liegt, dann hat er keine Chance zu gewinnen. Also muss er mit seiner Zahl runter. Und wenn der mit der höchsten Zahl immer runter zum Mittelwert geht, dann wird natürlich das Intervall der Zahlen immer kleiner, immer mehr zusammengedrückt, bis alle dieselbe Zahl x wählen. Das heißt, es kann also gar nicht sein, dass die unterschiedliche Zahlen, jeder müsste die Zahl x wählen im Gleichgewicht. Nun, welche Zahl kann das sein? Wenn alle x wählen, dann wäre es natürlich besser, nach unten abzuweichen. Denn wenn alle x wählen, dann ist hier 2/3 von x. Und sobald ich etwas unter x liege, werde ich gewinnen. Noch besser, wenn ich ziemlich genau die 2/3 von x wähle, dann wäre ich am nächsten dran zu gewinnen. Aber es ist eigentlich egal, wie weit ich drunter liege. Hauptsache, ich liege drunter und damit würde ich gewinnen. Wenn ich also zum Beispiel 2/3 von x oder wenn ich sogar meine eigene Zahl nur mit einberechne, dann komme ich auf diese Formel. Dann will ich also. Ich selber wähle y und ich gehe davon aus, dass n-1 andere x wählen. Dann kriege ich das hier als Durchschnitt aller Zahlen und 2/3 davon wäre dann meine beste Wahl, die Zahl y. Allerdings, wenn das alle machen, dann wird natürlich y gleich x wiederum sein. Wobei wir doch wieder dabei landen, dass man 2/3 von x wählen soll. Aber wann kann 2/3 von x gleich x sein? Das geht natürlich nur, wenn x gleich 0 ist. Und damit haben wir es. X ist das einzige Nash-Gleichgewicht. Das ist ein wenig überraschend, aber man kann auch noch auf andere Art und Weise zeigen, dass das so sein muss. Und zwar auf folgendem iterative Lösung durch dominierte Strategien. Ich behaupte mal, alle Zahlen über 66,6 können nie gegen 66,6 gewinnen. Wieso nicht? Ganz einfach, weil selbst wenn alle anderen 100 wählen, ja, also wenn alle 100 wählen, dann ist immer noch 66,6 näher dran an der Gewinnerzahl, die ist nämlich dann 66,6 als zum Beispiel 70.
Das heißt, selbst wenn alle das Maximum wählen, ist man mit 66,6 besser dran als mit 70. 70 kann also nie gewinnen, wenn 66,6 nicht gewinnt. Insofern ist es besser, keine Zahl über 66,6 zu wählen. Allerdings, wenn alle verstehen, dass man keine Zahl größer als 66,6 wählen sollte, dann sollte man natürlich auch keine Zahl größer als 2/3 von 66,6 wählen. Wenn die maximale Zahl 66,6 ist, dann gewinnt man immer mit 44,4 gegenüber einer noch größeren Zahl, wenn man überhaupt gewinnt. Und das können wir so weiterführen. Dann sollte man also auch nie eine größere Zahl als 2/3 von 44,4 wählen. Das wäre 29,3. Und Sie sehen, wie das weitergeht. Das geht immer weiter. 2/3 hoch t mal 100. Der Grenzwert davon geht gegen 0, wenn t gegen unendlich geht. Das heißt also, wenn man diesen Prozess unendlich oft durchführt, landet man automatisch im einzigen Nash-Gleichgewicht, das wir finden konnten, nämlich bei der 0. Was geschieht tatsächlich in diesem Experiment? Nun, etwas ziemlich anderes. Warum ist das so? Typischerweise ist der Durchschnitt so um die 22 und damit so die Gewinnerzahl irgendwo bei 14, 15 rum. Wir werden gleich nochmal sehen, wo es bei uns gelandet ist. Dieses Spiel wurde schon sehr oft gespielt. Man hat es im Labor gespielt, in Experimenten mit Geld. Man hat es in Zeitungen gespielt, zum Beispiel in der Zeit, im Spektrum der Wissenschaft wurde es gespielt, sowieso ein Kreuzworträtsel mit relativ großen Einsätzen zum Teil. Und hier sind so ein paar typische Ergebnisse, die gefunden wurden. Sie sehen zum Beispiel, hier ist der Durchschnitt bei 22,8, bei 20,2, bei 18,9, bei 25. Also so um den Dreh, es ändert sich natürlich immer, aber was Sie sehen, sind so einige typische Sachen. Das Nash-Gleichgewicht wird relativ selten gespielt. Es gibt natürlich ein paar Nuller, aber nicht sehr viele. Unter 10%, manchmal, na hier sind es einmal ein paar mehr, aber immer typisch relativ wenig. Dann gibt es so ein paar Witzbolde, die machen 100. Gibt es auch immer ein paar. Und dann gibt es ein paar Häufungen bei 33 und bei 22. Und dazu kommen wir später noch. Das ist nämlich eine interessante Tatsache. Aber Sie sehen auch insbesondere, es sind hauptsächlich Zahlen unter 66,6 oder sogar unter 50, was man sehr häufig sieht. Das ist alles im grünen Bereich, aber das Nash-Gleichgewicht, das trifft nicht besonders gut, denn das wäre ja bei 0. So, dann schauen wir mal, wie das Experiment ausgegangen ist, an dem Sie letzte Woche teilgenommen haben. Übrigens haben 128 teilgenommen. Vielen Dank dafür. Obwohl manche besonders schlaue versucht haben und auch tatsächlich mehrfach teilgenommen haben. Das hat die Sache nicht besonders beeinflusst. Ist auch nicht weiter wichtig. Es gab ja auch nicht wirklich was zu gewinnen. So, was haben wir für Ergebnisse? Wir sehen hier, dass natürlich die meisten Ergebnisse auch unter 66 sind. Da sind so ein paar, die man sich nicht so ganz erklären kann. Da hat vielleicht jemand missverstanden. Wir sehen niemand mit 100, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sehen relativ viele bei 0 und bei 1 oder bei Zahlen, die zwischen 0 und 1 liegen. Das ist eine relativ hohe Zahl. Da haben also offensichtlich manche vielleicht das Spiel schon gekannt und dachten, sie sind besonders schlau, aber gewinnen kann man damit leider natürlich nicht, selbst wenn man das Ergebnis schon kennt. Denn typischerweise kommt was anderes raus. Die schwarze Linie hier ist der Durchschnitt, der liegt bei genau 28,46. Das wäre diese Linie und gewinnen würde man dann natürlich, wenn man am nächsten dran wäre, bei 2/3 davon, also bei 18,78. Damit hätte man also am besten abgeschnitten. Wir sehen wiederum die typischen Werte hier bei 22 ist relativ häufig. Bei 33 ist es hier bei Ihnen jetzt nicht so ausgeprägt wie üblich, aber das liegt natürlich so ein bisschen in der
üblichen Schwankungsbreite. Also das ist das Ergebnis. Im Großen und Ganzen lässt sich das eigentlich immer wieder replizieren mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Sie liegen da also auch nicht sehr viel anders als andere. Mit der 0 und mit der 1 jedenfalls hat noch nie jemand gewonnen. Gehen wir nochmal zurück. Was könnte damit zu tun haben? Viele Leute verstehen, nachdem sie etwas darüber nachgedacht haben, dass das Gleichgewicht bei 0 ist. Viele verstehen es aber auch nicht und geben mehr oder weniger fast zufällig irgendwelche Zahlen aus. Und nun kommt es folgendes: Wer etwas schlauer ist als das, denkt, ach, die anderen, die machen wahrscheinlich irgendwas Zufälliges. Was mache ich? Viele gehen also davon aus, dass die anderen mehr oder weniger zufällig entscheiden und dann vielleicht im Durchschnitt ungefähr 50 erwarten. Und dann sagen sie sich, okay, dann mache ich 2/3 von 50 und dann komme ich natürlich genau auf die 33. Das ist ein sehr häufiges Ergebnis. Dann sind manche noch eine Stufe schlauer und sagen sich, aha, ich nehme 2/3 von 33, weil die anderen wahrscheinlich 33 sagen werden und dann komme ich auf die 22. Das ist also der Grund für die häufigen 33 und 22 Ergebnisse. Ein Grundproblem bei diesem Spiel ist, dass man einerseits natürlich einen gewissen Mangel an Rationalität bei den Teilnehmern hat, aber es reicht auch, wenn man einfach nur annimmt, dass nicht alle Common Knowledge über die Rationalität der anderen hat. Denn wenn ich zum Beispiel erwarte, dass die anderen höchstwahrscheinlich nicht sehr rational sind, dann ist es auch für mich nicht rational, auch hier die Null zu sagen. Selbst wenn ich glauben würde, dass die anderen relativ rational sind, aber wenn ich glauben würde, dass nicht alle glauben, dass nicht alle glauben und so weiter und so fort, dass alle super rational sind, ist es nicht das Beste, die Null zu sagen. Das heißt also, wir haben hier ein Beispiel, wo das Nash-Gleichgewicht relativ schlecht vorhersagt. Übrigens, ich hatte vorher ein Argument genannt, dass alle Zahlen über 66,6 dominiert sind. Sind sie denn strikt dominiert? Und die Antwort ist nein, denn wenn alle anderen zum Beispiel 20 spielen, dann ist die 66,6 genauso gut oder schlecht, besser gesagt, wie die 70. Das heißt, weder die 66,6 noch die 70 wird gewinnen und damit ist das Kriterium für strikte Dominanz nicht erfüllt, denn das bedeutet ja, dass egal was die anderen tun, eine Strategie immer strikt schlechter sein muss als eine andere. 70 wäre hier nicht strikt schlechter, sondern es nur gleich schlecht wie die 66,6. Das nennt man dann schwache Dominanz. Schwache Dominanz bedeutet schlicht und einfach, eine Zahl wäre immer schwach schlechter. Das heißt, sie wäre manchmal strikt schlechter und nie besser. Und das führt uns jetzt zur nächsten Definition, nämlich die Definition von schwacher Dominanz. Eine Strategie SI' wird durch Strategie SI' schwach dominiert, falls sie, egal was die anderen spielen, immer schwach schlechter ist. Jetzt haben wir eine schwache Ungleichung hier. Ansonsten ist die Definition genau gleich. Und es mindestens eine Kombination der anderen Spieler gibt, für die diese Ungleichung strikt ist. Also es muss mindestens eine Kombination der anderen Strategien geben, sodass meine Strategie SI' tatsächlich strikt schlechter ist als die SI'. Und dann wird sie schwach dominiert. Als Beispiel könnte man jetzt wieder die 70. Die 70 wird von der 66,6 schwach dominiert, weil sie nie besser ist, aber manchmal ist sie schlechter. Oder sogar ziemlich häufig. Nun haben wir ein gewisses Problem mit schwacher Dominanz, nämlich folgendes: Es kann passieren, dass selbst ein Nash-Gleichgewicht, eine Nash-Gleichgewicht-Strategie schwach dominiert wird. Und wir sehen das an folgendem Beispiel, an 2x2-Spiel. Ich habe hier schon die beiden Nash-Gleichgewichte unterstrichen, OL und UR. Beides sind Nash-Gleichgewichte, aber wir sehen, die Strategie oben ist schwach dominiert durch unten, denn sie ist einmal strikt schlechter, 1 gegenüber 0, und hier ist sie gleich gut. Also nie besser und damit ist sie schwach dominiert. Wenn wir sie aber einfach wegstreichen würden, dann würden wir ein Nash-Gleichgewicht verlieren.
Also in solchen Fällen muss man immer aufpassen. Eine Strategie kann eine Nash-Gleichgewichtsstrategie sein und gleichzeitig schwach dominiert. Und dann ist es immer ein wenig riskant, wenn man die einfach am Anfang erstmal wegstreicht. Das sollte man also nicht tun. Kann dasselbe auch bei strikter Dominanz passieren? Kann es passieren, dass ich ein Gleichgewicht verliere durch die Anwendung von strikter Dominanz? Und die Antwort ist ganz klar nein. Und das haben wir hier auch in einem folgenden Satz. Eine Nash-Gleichgewichtsstrategie SI Stern wird nie durch strikt dominierte Strategien entfernt, und zwar auch nicht, wenn ich sie iterativ durchführe. Also die iterative Elimination von strikt dominierten Strategien wird nie eine Gleichgewichtsstrategie entfernen. Und weil das ein so einfacher Beweis ist, machen wir den mal kurz. Geht folgendermaßen. Wir nehmen mal an, dass diese Gleichgewichtsstrategie existiert. Nehmen wir jetzt an, entgegen der Aussage, also durch einen Widerspruchsbeweis, dass SI Stern würde tatsächlich in dieser iterativen Prozedur als erste von diesen Strategien entfernt werden. Und nun zeigen wir einen Widerspruch, denn wenn SI Stern entfernt wird, muss es ja ein SI Strich gegeben haben, dass es dominiert. Und das bedeutet, dass das SI Strich strikt größer ist, eine strikt größere Auszahlung gegen alle möglichen Strategien S minus I ist. Eine strikt höhere Auszahlung erzeugt als unsere Gleichgewichtsstrategie. Insbesondere gilt das natürlich auch, wenn die anderen Strategien genau ihre Gleichgewichtsstrategie wählen. Denn es gilt ja für alle Kombinationen der anderen Spieler, da natürlich auch für diese besondere. Und damit haben wir schon einen Widerspruch, denn es kann nicht sein, dass eine Gleichgewichtsstrategie eine strikt schlechtere Auszahlung bekommt als eine andere Strategie, denn das ist ja gerade die Definition von der Gleichgewichtsstrategie, sie muss mindestens so viel bekommen wie jede andere Strategie, kann also nicht strikt weniger bekommen. Und damit ist schon mal klar, das kann nicht passieren. Wenn eine Strategie eine Gleichgewichtsstrategie ist, wird sie nie iterativ eliminiert durch strikt dominierte Strategien. Hier sind drei weitere Aussagen, die ich nur als Fakt darlege, ohne sie zu beweisen. Sie sind aber relativ leicht zu beweisen und sie sind wichtig. Also, wenn bei der Elimination von strikt dominierten Strategien nur eine Kombination S1 bis Sn übrig bleibt, dann ist dies ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht. Okay, das ist ein Nash-Gleichgewicht, das ist schon mal wichtig, aber es ist auch ein eindeutiges Nash-Gleichgewicht, was bedeutet, dass es das einzige Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel war. Okay, das folgt so ein bisschen aus dem vorigen Satz, denn wir hatten ja gerade gesagt, wir eliminieren nie eine Nash-Gleichgewichtsstrategie. Wenn also nur eins übrig bleibt, dann ist es das einzige Nash-Gleichgewicht. Jetzt könnte man noch fragen, ja, aber gibt es denn immer Nash-Gleichgewicht? Dazu kommen wir in der nächsten Vorlesung. Zweitens, auch wichtige Tatsache, die Reihenfolge spielt keine Rolle bei der Eliminierung von strikt dominierten Strategien. Es spielt also keine Rolle, ob ich zuerst die von Spieler 1 eliminiere und dann die von Spieler 2 oder umgedreht, oder ob ich erst nur eine eliminiere und dann die nächste oder alle auf einmal, die gerade die strikt dominiert sind, spielt alles keine Rolle, die Reihenfolge ist egal. Leider ist das nicht der Fall, wenn ich das mit schwach dominierten Strategien mache. Das heißt, es kann passieren, dass wenn ich eine Strategie eliminiere durch schwache Dominanz, dass dann je nach Reihenfolge was anderes bei rauskommt. Und das ist ja genau das, was ich nicht will. Insofern ist gerade bei schwacher Dominanz besondere Sorgfalt angesagt. Nie sollte man das iterativ machen, denn dann kann auf jeden Fall unterschiedliche Sachen rauskommen, je nach Reihenfolge. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das war's für dieses Video.